Ja, schön, dass Sie noch da sind. Herzlich willkommen bei einer Wiener Vorlesung, diesmal auf der Bühne der Kammerspiele. Sie haben jetzt in diesem Stück von der Jasmina Reza, das über 20 Jahre alt ist, gesehen, wie brüchig auch sehr gute Männerfreundschaften sein können, die in gruppendynamische Turbulenzen kommen, weil Serge, Herbert Föttinger, ein monochromes Bild gekauft hat. Jetzt war das ja glänzend, wie man sieht, wie sich die Gruppendynamik der drei Herren entwickelt. Die Wiener Vorlesung hat den Sinn, dass wir einen Nachtrag machen zu dem Thema, um das es in dem Stück geht, um die Frage: monochrome Bilder spielen in der Kunstgeschichte eine Rolle und man hat sofort eine Reihe von Assoziationen in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts dazu. Und die drei Stichworte sind Ästhetik: kann ein Bild, das mit einer Farbe auskommt, so interessant sein? Prestige: um das geht es ja auch wesentlich bei den Konflikten der drei Herren. Und der Preis: wäre nicht am Beginn die ohne Währung gesagten 200.000, dann hätten sich die drei vermutlich nicht gestritten, wenn statt den 200.000 ein Betrag von 1.500 oder 2.000 genannt wurde. Die Jasmina Reza erzählt, dass sie in dem Haus, in dem sie wohnt, sie mit einem Dermatologen dieses Erlebnis hatte. Er erzählt, dass er das Bild gekauft hat und sie fragt nach dem Preis und bricht in schallendes Gelächter aus. Also sie, wenn die Geschichte stimmt, dann glaubt sie nicht dran. Und ein Stückchen war das ja auch eine Idee, dass wir das abklopfen wollten, die These. Kann ein Bild, ein monochromes weißes Bild, spannend sein? Herbert Föttinger ist seit der Saison 2006/2007 Direktor des Theaters in der Josefstadt und der Kammerspiele. Elisabeth von Samsonow ist Philosophin und Künstlerin und Professorin an der Akademie der Bildenden Künste. Und Klaus Albrecht Schröder ist das Markenzeichen, Direktor der Albertina, jetzt über 15 Jahre lang, seit dem Jahr 2000. Herbert Föttinger, du spielst jetzt, du sagst ja, vor 18 Jahren habt ihr das gespielt, zuerst am Rabenhof, dann in der Josefstadt. Also du bist in diese Rolle reingeschlüpft. Wie geht's denn dir jetzt? Ich meine, du bist dann ganz drinnen und musst dich an den Text von Jasmina Reza halten, aber würdest du ein monochromes weißes Bild kaufen? Wie geht es dir? Ist der Serge sicher, wie er kauft? Eigentlich, mir kommt vor, den ehrlichen Versuch, seine beiden Freunde zu überzeugen, macht er den. Aber sag, wie geht's dir mit monochromen Bildern? Wenn du so eine Palette hast, warum nur eine Farbe nehmen? Also, ich mag sehr monochrome Bilder. Ich weiß nicht, ob ich es mir leisten könnte. Das ist eine andere Geschichte, das ist eine Preisfrage. Ich würde mir sofort einen Malevich, ich glaube, den kann ich mir nicht leisten, aber den würde ich mir sofort aufhängen, weil ein monochromes Bild mich total anregt zu einem meditativen Betrachten der Farbe und des Bildes. Ich habe das Gefühl, dass bei einem monochromen Bild ja, ich hineingehen muss in dieses Bild und das Bild, ich muss für mich diese Welt schaffen und schwarz ist Künstlerfarbe und ich würde sofort einen Malevich bei mir aufhängen. Und was hängen in deinem Büro beziehungsweise bei dir zu Hause Bilder? Bei mir hängt ein Nietzsche. Und wir haben auch wunderbare Künstler. Ich habe im Wohnzimmer ein 3 Meter langes Bild von den Schichtarbeitern. Das sind die nicht jetzt ganz monochrom arbeiten, aber in einer gewissen Form von einer Farbe oder Schichten von dieser Farbe auftragen. Und mich regt das total an. Also ich bin irgendwie
ganz gut besetzt mit dem Serge, glaube ich. Also ich kann es verteidigen. Du hast gesagt, er verteidigt es vielleicht nicht ganz, vielleicht kann er es auch nicht, will er es auch gar nicht in der Form verteidigen. Mhm. Denn wenn der erste Satz in dem Stück ist teuer, ist man ja schon irgendwo gefangen jetzt in einer Preisfrage, in einer Prestigefrage, die er dem Markt gegenüber so beantwortet, indem er sagt, aber es ist schon mehr wert, als ich es eigentlich gekauft habe. Also es ist sofort, wird es zu einer ökonomischen Diskussion und nicht zu einer ästhetischen oder vielleicht zu einer emotionalen Diskussion entwickelt sich. Was sich nicht trennen lässt. Man muss sich ganz kurz die andere Antwort... Was sich nicht trennen lässt, meinst du? Ja. Man kann die ästhetische Diskussion von der finanziellen Dimension dieses Werks natürlich nicht trennen. Stellen wir uns ganz kurz die andere Antwort vor. Teuer, 200 Euro, mir gefällt es nicht, ehrlich gesagt, aber ganz lustige Idee. Ja. Die Frage der Relevanz wird natürlich sofort plötzlich untermauert, indem ich in seinem Fall sogar einen großen Teil seiner Existenz, weil er offensichtlich nur vermögend, aber nicht sehr reich ist, aufs Spiel stellt. Mhm. Wie oft sagen wir nicht, mein Gott, der hat da jetzt dieser vermögende Mensch 500.000 Euro gespendet und dann meinen manche, das ist unglaublich viel. Wenn man sagt, naja, das ist so viel, als ob ich jetzt 50 Euro gäbe, weil der ja so unglaublich reich ist, dann sagt man, stimmt auch wieder. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Die Frage der Relevanz stellt sich sofort an diesem Preis. Nachher kamen weitere Diskussionen, auch in rein ästhetische Einsteigen. Und da würde ich ganz gerne nachher auf das eingehen, was du gesagt hast. Aber ich wollte nur da einen Schnitt machen. Zu sagen, er fühlt sich gleich auf ein anderes Feld gedrängt mit dieser Frage nach dem Preis, ist falsch. Das ist eine ästhetische Frage. Es sind nicht die größten Zyniker und nicht die kleinsten Künstler unserer Zeit, die sagen, ohne dass ich jetzt den Kontext ausführen kann, die sagen, es ist ja ganz einfach, was heute der beste Künstler ist. Es ist der teuerste. Der zweitbeste Künstler ist der zweitteuerste. Der drittteuerste ist allerdings dann nur der drittbeste Künstler und der vierte. So simpel ist das. Das ist jetzt natürlich nicht ganz ohne Zynismus gesagt, wenn Sie das so darstellen, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Trennung, die du jetzt vorgenommen hast, nicht möglich ist. Ein 200-Euro-weißes Bild ist irrelevant. Ich bleibe jetzt am Anfang noch ganz persönlich. Es gibt ja dieses schöne Adorno-Zitat, ich glaube 69, 68, 70 publiziert. Der Künstler wünscht sich, der Bürger wünscht sich die Kunst üppig und das Leben asketisch. Umgekehrt wäre es besser. Umgekehrt wäre es besser, ja. Ich kenne deine Kunst, Elisabeth. Eigentlich bist du eine sehr üppige Künstlerin. Und ich frage zuerst einmal ganz persönlich, wie Herbert Föttinger, was liebst du an der Kunst? Das Üppige, wir sind ja in der Stadt der Gegenreformation, einer Barockstadt, wo das Üppige einem auf Schritt und Tritt begegnet. Was ist dein ganz persönlicher Zugang? Wie schaut es bei dir in deinen Räumlichkeiten, wo du dich wohlfühlst, mit Kunstwerken, die nicht von dir sind, aus? Also ich habe sehr viel Kunst von meinen Kollegen und Kolleginnen und von Leuten, gibt's auch was mit denen ich Monochromes zusammenarbeite, dabei? Gibt es auch. Ja, wobei, ich finde auch ehrlich gesagt diesen Begriff des Monochroms ein bisschen irreführend, weil es ist eben nicht nur eine Farbe. Und es ist auch nicht so, dass da nur eine Tube geöffnet worden wäre oder nur ein Farbtopf irgendwie besucht vom Pinsel, sondern es ist ja schon so, dass das, was uns erscheint als irgendwie ein Feld von einer Farbe, es ist ja irgendwie, sage ich mal, also ist eine ganz chromatische Bandbreite. Also das ist eben nicht weiß auf weiß. Oder man kann sehr gut weiß auf weiße Sachen machen, weil auch das Weiß hat unglaubliche Abstufungen, Wenn das Bastos ist, sind so viele Schatten drinnen. Genau. Oder ich meine, so wie, was ich, Marcia Hafif oder so, habe ich auch ein kleines Bild. Also das ist ein blaues Bild, aber das ist so irre blau, dass man verrückt wird, wenn man da drauf schaut, weil das ist so viel blau und so irre gemacht und so viele Schichten hat das. Also das ist ganz komplex eigentlich. Also es ist eben nicht nur so ein, also das ist aussieht wie eine Grundierung oder so. In Wahrheit war natürlich dieses Bild jetzt in dem Stück so fast schon wieder, also eine Persiflage auf das monochrome Bild, weil das ist ja normalerweise, außer Malevich, ist wirklich schwarz, 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 schwarz. Das stimmt, das ist einfach schwarz. Oder Yves Klein, ne? Ist blau, ganz blau, ne? Ja.
Also ich habe alles Mögliche da, aber ich liebe auch sehr opulente Sachen und verrücktes Zeug. Und schau, du hast ja schon, Klaus, gesagt, dass du, also du hast ja auch den Blick einer starken, historisch alten Institution, die mitspielt in dem Spiel, was ein Bild kostet. Ja? Es ist ja sozusagen, obwohl da kommen wir später drauf, was es vieles an Kriterien gibt, aber ist das für dich überhaupt möglich, dass ich dir diese Frage stelle, wozu hast du persönlich einen starken Zugang? Überhaupt kein Problem. Oder bist du immer sozusagen der Direktor der Albertina, von dem man auch eine Expertise verlangt? Nein, das bin ich zwar schon wahrscheinlich, naturgemäß werde ich schwerlich mich zur Kunst äußern können und man sagt dann, das weiß der Klaus und der hat keinen Beruf, das weiß man immer, was ich sage, sagt ein und dieselbe Person. Aber ich kann darauf ganz simpel antworten. Ich habe natürlich eine absolute Präferenz in meinem Geschmack und ähnlich wie dir es mit Malevich geht, den ich auch über alles bewundere, der mir übrigens kein einziges monochromes Bild gemalt hat, liebe ich über alle Maßen Ellsworth Kelly. Ellsworth Kelly in den 50er, 60er, 70er Jahren gehört für mich zum Höhepunkt der Kunstgeschichte und wo immer ich die Möglichkeit habe, einen gut gehängten Kelly, ein blaues, ein weißes, ein oranges, ein rotes, ein grünes Bild von ihm zu sehen, fängt mein Herz wirklich zu schlagen an. Damit kommen wir gleich etwas, auf etwas ganz anderes noch, weil wir, das, es geht ja, um Reiser. Ich habe beide den Namen Malevich gesagt. Ja? Führst du uns ein bisschen als Albertina-Chef in die Geschichte dieser Monochromie? Also ein wenig steht ja, wie ist der Malevich auf das zuerst das Schwarze, er hat kein monochromes Bild gemalt. Weiß auf Weiß, ja. Dann hat er Rot auf Weiß ausprobiert. Wie ist er darauf gekommen? Lass uns doch am Stück bleiben und dann erzähle ich die Geschichte in 3, 4 Sprüngen, damit man sieht, was in diesem Stück passiert, um dieses, nennen wir es jetzt immer der Einfachheit halber, monochrome Bild zu verteidigen. Die ersten monochromen Bilder sind von Radjenko. 1921 entsteht ein rotes, ein gelbes und ein blaues Bild. Das ist ein Sprung, den Radjenko ausdrücklich damit begründet, dass er den Endpunkt der Malerei erreichen wollte. Malevich nicht. Malevich hat immer noch etwas dargestellt, gar nicht wenig dargestellt übrigens. Radjenko macht mit diesen drei Bildern, die allerdings dann keine Fortsetzung finden, das ist ein Triptychon, etwas, das völlig bedeutungslos ist, nicht figurativ ist, keinen Symbolgehalt hat, keine Farbsymbolik zum Ausdruck bringt. Nichts ist als das, was es ist. Und ich könnte jetzt über verschiedene Zwischenstufen dessen, was da passiert. Plötzlich ist ein Bild kein Bild mehr, sondern weil es ein roter Gegenstand ist, dann ist es ein Objekt geworden. Der wichtige nächste Schritt findet erst wieder um 1950 statt. Aber warum sagt er mal, und jetzt lasse ich die ungerahmte Ikone unserer Zeit? Weil es ihm auch ein Objekt ist, weil er es auch in die Ecke hängt. Das hat aber viele andere Gründe und würde hier zu einer Verwirrung finden. Lass mich ganz kurz diesen Gedanken, dass die Radikalität des monochromen Bildes im Minimalismus und der Konzeptkunst einen Hintergrund hatte. Raus aus der Tradition des Abbildens. Mhm. Bis dahin ist 500 Jahre lang das Bild gerahmt. Hier wird vom Rahmen gesprochen. Wirst du es rahmen? Er sagt nein. Er fügt nicht hinzu, die Reiser lässt ihn nicht sagen. Das muss ein Dermatologe übrigens auch nicht wissen, dass Andreas natürlich dieses Objekt nicht rahmt. Denn es ist ja kein Rahmen mehr, bei dem ich hinaussehe, auf Augenhöhe ungefähr und mit allen Konventionen gesättigt, mit denen wir nach Jahrhunderten der Kunstbetrachtung vollgesogen sind, durch ein Fenster hinaus in die Wirklichkeit schaue. Das sagt er nicht. Er sagt nur, Andreas will das nicht gerahmt haben. Er sagt nicht, das ist ein Objekt. Und jetzt kommt das Interessante an diesem Stück. Der Sprung in die Monochromie war in der Kunstgeschichte der Sprung raus aus dieser Konvention des Abbildens. Zuerst lässt sich über ein monochromes Bild vor allem dann reden, wenn man sagt, was es alles nicht ist. Nicht figurativ, nicht expressiv, nicht impulsiv, nicht sensitiv, nicht darstellend, nicht abbildend, nicht repräsentativ im Sinne von Wirklichkeit wiedergebend. Es ist ein Objekt. Es ist Unkunst. Es könnte jeder herstellen, geradezu auch. Und jetzt kommt diese bösartige Frage, teuer. Und er sagt 200 und steht damit vor dem nächsten Problem, das wir in vielerlei Kleidern kennen. Wir alle,
von den Müttern im Museum insbesondere, die mit einem Kind kommen und sagen, das kann mein Sechsjähriger auch. Stehst du auf einmal da und sagst, hinter der Frage teuer steht, das stellt nichts dar, das ist nur weiß, das kann jeder, der Aufwand ist offensichtlich denkbar gering, dann kann es ja nichts wert sein. Die Frage des Aufwandes bringt ihn in den Erklärungsnotstand. Mhm. Und die Resa sucht einen kleinen Ausweg und sagt, auf dem Bild ist eigentlich eine ganze Menge drauf, man muss nur sensibel sein. Und versucht, auch das gab es natürlich dann in der Bewegung der monochromen Kunst, Individualität in die Monochromie zu bringen. Sind da nicht feine Linien? Ist da nicht vielleicht sogar in dem Weiß ein leichtes Ocker oder Grau drinnen? Ist da unten nicht vielleicht sogar eine rote Linie? Und was könnte das bedeuten? Können wir nicht anfangen zu meditieren? Ja, aber du sagst ja... Das war aber nicht der radikale Sprung in die Monochromie. Reaktion gegen die akademische Tradition und gegen die Mimesis und der Künstler bildet ab und dafür hat er ein Leinwandrechteck und gegen das wird Anfang des 20. Jahrhunderts revoltiert. Aber wenn du es jetzt nur auf diese Reaktion, auf den Akademismus reduzierst, dann glaube ich, ist schon noch wichtig, sich mit in der Folge dann mit der Ästhetik von der Monochromie, das, was du zuletzt gesagt hast. Jetzt gibt es ja bei der Düsseldorfer Quadrinale eine Ausstellung der weiße Abgrund Unendlichkeit. Ein Stückchen ist das ja auch eine Dimension, ist dieses weiße Bild und vermutlich hat man, bevor wir die Bilder aus dem Weltall gesehen haben, die Unendlichkeit mit weiß assoziiert. Kann das eine... ist das, was bedeutet die, wie kommen die auf diesen Titel, der weiße Abgrund Unendlichkeit, Elisabeth? Ja, ich nehme mal an, das hat damit zu tun, dass es sowas gibt wie ein Bild aller Bilder, das ist wie der Spiegel oder das schwarze Bild oder das weiße Bild, das weiße Rauschen, also in dem alles verschwindet, in dem alles seine Kontur verliert. Also ein Abgrund, der, ja, also es ist eigentlich ein, wie sagt man, Whiteout, Wipeout. Aber ich frage euch das jetzt alle drei. Ja. Wenn man jetzt die Bilder der Unendlichkeit malen würde, oder, wahrscheinlich denken wir an die, ja, aber das an ist die wirklich, tausenden ja. Bildern des Universums. Nein, nee, der Titel kommt daher, das kann Kandinsky, nee. Der Titel kommt daher, und das ist eine Jahrhundertausstellung, die ich jedem empfehlen kann, kommt da das Kandinsky, Mondrian und Malevich, die drei werden dort gemeinsam ausgestellt. Tatsächlich alle drei auf die Relativitätstheorie, zuerst auf die spezielle und allgemeine reagieren. Das Einstein, die wurde auch damals sehr populär in einem wunderbaren Film, ein Stummfilm dargelegt, in der das Weiß tatsächlich als Spiegel des Universums ist. Und alle drei, Kandinsky, Malevich wie Mondrian, wollen auf drei unterschiedliche Weise durch ihre Bilder eine Analogie zum Universum, zu den universal gültigen Gesetzen schaffen. Darum sind alle drei zwar im weißen Raum hier richtig interpretiert, aber die falschen Gewehrsleute für die Debatte zum monochromen Bild. Alle drei haben auch kein monochromes Bild gemalt. Du hast ja vorher schon ein Stückchen angesprochen, also dass ein monochromes Bild einen Widerstand auch provoziert, weil dann Betrachter sagen können, also diese Leinwand mit weißer Farbe füllen, kann das, ich auch. Das kann ich auch. Und ich erinnere mich an einen Aufsatz, der sehr viel Echo gefunden hat, des ehemaligen Rektors der Universität für Angewandte, der hat von einer Heuchelei in der Kunst gesprochen. Jetzt, wenn ich aber nochmals rekapituliere, was du sagst, die Kunst befreit sich von jahrhundertelangen Traditionen, kann dann nicht mehr Ästhetik überbleiben, wenn man nicht mehr abgelenkt wird von der Flora und der Fauna und einer biblischen Szene oder im Kunsthistorischen Museum, die beiden Bälzchen, die uns so fasziniert haben, von Tizian und Rubens, dann ist nur mehr, ist eigentlich die Ästhetik in einer sehr reduzierten Form da und alles andere, Überflüssige, ist beseitigt. Ist das, ja, kann es gibt man das natürlich, in dieser Richtung auch ja, es gibt eben zuerst so eine absolute Fokussierung auf die Materialität. Also was ist das eigentlich für eine Materie, mit der Malerei geschieht? Also es wird einfach nochmal auf diese Viereckigkeit, also des Bildträgers, unglaublich viel Wert gelegt, kommt ja auch in allen Varianten vor, oder die Aufteilung, oder die, also gut, jetzt gehe ich natürlich überhaupt, jetzt sage ich mal, ein auf das, was Abstraktion ist, jetzt gar nicht mal so spezifisch auf Monochromie oder sowas. Und was vielleicht auch wichtig ist, also in Bezug auf das, was Sie gesagt haben, also es ist ja auch so, dass die Maler, die Sie gerade zitiert haben, also die, also die Gründungsväter sind dessen, was man als Erst- oder Ereignis, als Urszene in dieser Form sozusagen des
des Lebens, des Bildes im 20. Jahrhundert bezeichnet, die kommen natürlich schon auch aus einem so ja, irgendwie sakral definierten Hintergrund. Also sagen wir, das, was die russische Ikone ist und wie sie mit der Farbe umgeht, mit der Bedeutung der Farbe, mit dem Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß alleine. Also dass zum Beispiel Rubeljow einfach schwarz malt, um die Blendung zu also wiederzugeben. Also dass sozusagen eigentlich eine Wirkung auf der Retina sozusagen mitgemalt wird. Und zwar nicht dann nur mehr auf der Retina, sondern im Bewusstsein. Das sind ja eigentlich sozusagen Dinge, die ins Bewusstsein irgendwie sich oder im Bewusstsein auswirken sollen. Also das ist ja das, was dann auch der American Abstractionism übernimmt. Also wenn jetzt diese Bilder tatsächlich nur Reduktion auf reine Materialität wären, also wenn, es das, wenn das nicht möglich gewesen wäre, so etwas wie ein Minimum an sozusagen Bildoperation, also die immer dann bewusstseinsrelevant ist, mitzutransportieren, dann wäre diese Form der Bild Erfindung für die Moderne sicher nicht so wichtig geworden. Und einerseits ist es Evakuation der Moderne, der Geschichte, also der bekannten Bildsujets, aber überhaupt von Bildlichkeit. Und es ist natürlich auch nicht, glaube ich, uninteressant jetzt in dem Zusammenhang, wenn man jetzt nicht nur die Kunstgeschichte anschaut, sondern überhaupt die Entwicklung der Medien, dass gleichzeitig sozusagen die anderen Medien alle kommen. Mhm. Also der Film, die Fotografie und dass es sozusagen irrsinnige Bildproliferationen gibt auf anderen Ebenen. Also wo die Malerei sozusagen fast schmollt und sagt, die Leute, wir machen jetzt nur noch das Wesentliche. Mhm. Also sagen, die Unterhaltung, die könnt ihr jetzt machen, also mit Bildinhalten und sowas, ja, und erzählen könnt ihr machen, das machen wir nicht mehr. Wir besetzen nur noch sozusagen den höchsten Punkt. Aber das ist ja auch sympathisch. In dem Stück, wo ihr gespielt habt, kommen drei Bilder vor. Das eine sieht man, das ist das Monochrome. Der eine hat ein flämisches Bild. Bei Jasmina Reese sieht man alle drei Bilder. Wir haben uns entschieden, nur jetzt in der Aufführung, nur das weiße Bild. Es ist so eine, ich finde es ja auch so einen radikalen Weg. Er macht so einen radikalen Schnitt in seinem Leben. Und vielleicht ist das weiße Bild, das sich jetzt nur mehr auf eine Farbe konzentriert, auch so ein Ausdruck einer Radikalität. Er entscheidet sich auch nur mehr ein Buch zu lesen, habe ich ein bisschen den Eindruck. Ja, genau. Lies Seneca, sagt der Seneca, das ist jetzt für mich mein Buch und das ist mein Bild. Mhm. Also er versucht sich zu reduzieren auf, und das ist interessant mit dem Wort Wesentliche, so auf etwas Wesentliches zu reduzieren. Ich denke immer nach noch, was du gesagt hast, mit der Relevanz. Warum das teuerste Bild ist das ist der beste Maler. Ja, das Bild der teuerste Schauspieler ist der beste Schauspieler. Ja, sind ganz das sage ich da gleich, das stimmt überhaupt nicht. Nein, das 100%. Das ist meine Erfahrung. Ja, meine auch, aber wir haben beide wir haben beide leider Unrecht, haben wir ja gesagt, ich will jetzt nicht die gesamte Debatte führen, warum man das dermaßen zynisch zuspitzen kann. Aber es ist überhaupt keine Frage, dass uns das jetzt missfallen mag. Und jeder, der in diesem Raum mich kennen würde, würde wissen, mir besonders. Aber dass man sich dem nicht entziehen kann. Dass diese Frage der Relevanz sofort dort anhand des Preises ganz klar... Also du musst den Preis haben, damit du auch relevant bist, oder? Wenn ich keinen Preis habe, bin ich nicht relevant. Nein, aber in dem Augenblick ist das unausweichlich für ihn. Ich sage mach einfach nur die Gegenprobe. Nee, die das Antwort, ist schon klar. 200 Euro habe ich gesehen und irgendwie gefallen, da kann ich mal was vorstellen. Und dann weiß, sagt er, interessant, was stellst du dir vor darunter? So, na, ich sehe das eigentlich nicht. Es ist eine letzten Endes irrelevante Frage. Also, Entschuldigung, wenn ich das Glas jetzt runterfalle, wird es dich auch nicht stören. Ja. Kostet dieses Glas, und wenn es noch so versichert ist, wenn es noch mal gibt, aber 10.000 oder 20.000 Euro, ist die Sache, dasselbe Ereignis, ein anderes Ereignis. Es ist ein anderes Ereignis in dem Augenblick, wo das Bild da steht. Die Reduktion provoziert, das ist das Zweite. Diese gewaltige Reduktion, hinter der steht, das kann jeder. Und darum kommt die Stimmungslandschaft. Und sogar was der Großvater malt, muss irgendetwas einmal gelernt haben, damit man es überhaupt wiedergeben kann. Einen Sonnenuntergang, eine Kuh oder ein Porträt. Ein weißes Bild dahinter steht, kein Können. Ich zitiere hier gerne an der Stelle natürlich immer einen, der sonst nicht mein Gewährsmann für kunsttheoretische Fragen ist, Salvador Dalí, der gesagt hat, die Kraft
natürlich das zum ersten Mal etwas zu machen, ist auch nicht zu unterschätzen. Auch das provoziert ihn. Denn die Kraft des ersten Mals, dazu gehört unendlich viel dazu, viel mehr ja. als die hundertste Kuh richtig zu malen. Der erste Mann, der zu einer Frau gesagt hat, deine Haut ist wie die Blüte einer Rose, war ein Genie, der zweite war ein Idiot. Das zweite weiße Bild ist schon relativ simpel. Heute wissen wir übrigens, dass monochrome Bilder dermaßen vielfältig sind, dass es ja fast keinen Sinn mehr hat, vom monochromen Bild als solchem zu sprechen. Und das dritte, das in diesem Stück die Freundschaft auf die Probe stellt, ist die Prestigefrage. Denn eines ist auch klar, die Exklusivität der Beurteilung, die mit dem Preis beginnt. Du kannst dir das leisten, das kostet so viel, das ist es aber nicht wert, das kann eigentlich jeder. Der Reduktionismus, der einen provoziert, weil es ja ein Nichts ist, der völlige Verzicht auf alles, wird jetzt noch gepaart, wenn darin aber dennoch jemand noch dazu, mit dem man befreundet ist, den man doch schätzt, der belesen ist, der gebildet ist, der in einer schönen Wohnung wohnt. Jetzt sagt, es ist aber doch etwas für mich. Dann ist das prätentiös. Dann hat der ein Geheimwissen, ein elitäres Gehabe, womit er sich über den anderen hebt. Das widerspricht dem Begriff der Freundschaft schlechthin. Diese Hierarchie, die am Ende des Stücks geradezu umgedreht wird, indem dann der Marx sagt, ich war immer der Obere, der den Unteren versucht zu führen, die wird am Anfang auf einmal hineingestellt mit dem Raum, ich kann dem nicht folgen, also bist du mir über. Das ist eine Geheimwissenschaft, an der ich nicht teilhabe. Dann habe ich an deinem Leben nicht teil, dann habe ich an deiner Intellektualität nicht teil. Dann trennt uns ein Graben. Diese drei Faktoren, das Unkünstlerische, das sowieso ein Motor für die gesamte Kunst des 20. Jahrhunderts war, die Kunst des Verlernens über ozeanische und afrikanische Skulpturen, über Kinderzeichnungen, über Reduktion bis auf Farbe pur. An dem Punkt, lass mich noch einen Satz sagen, Christian, vielleicht, dass mir auch erklären kann mit einem Satz, wie kommt man dazu, ein Bild weiß zu malen oder blau zu malen oder rot zu malen. Es steht am Ende des 19. Jahrhunderts die Einsicht, dass ein Bild ist. So lange dauert es, bis man das erkennt. Bis dahin, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, haben sie zu einem Bild nicht gesagt, das ist ein Bild. Sondern das, was unser Rainer sagt, wenn man ein Bild jemandem zeigt, sagt, was ist das? Das ist ein Stuhl, das ist ein Porträt, das ist mein Onkel, das ist ein Schlachtbild. Da sieht man Alexander den Großen, wie er den gordischen Knoten zerschlägt. Und auf einmal sagt man, am Ende des 19. Jahrhunderts ist nicht ein Stuhl, das ist ein Bild. Farbe auf Leinwand. Maurice Denis war das. Macht ein Bild, c'est ce n'est pas un Bild. Das ist keine Pfeife, denn 40 Jahre später. Und Rodchenko sagt, er will das radikal ernst nehmen. Ein Bild ist Farbe auf Leinwand. Und dann lenkt doch alles andere davon nur mehr ab. Dann reduzieren wir es auf das, was ein Bild ausmacht. Und indem man diesen Schritt macht, Farbe auf Leinwand und nicht ein Stuhl, wird das Bild etwas anderes auf einmal. Es wird ein Objekt, es wird ein Gegenstand. Der dann, daher noch eine wichtige Frage, die in dem Stück natürlich vorkommt, zu viel radikaler zu einer Frage zwingt geradezu, wohin damit? Ein Porträt, das Bild eines Hasen, können Sie ja überall hinhängen. Ein Objekt können Sie nicht überall hinstellen. Das will seinen Ort finden, weil es ein Objekt ist, wie die anderen Objekte. Gleichberechtigt mit dem Stuhl, gleichberechtigt mit dem Glas. Und das ist gar nicht leicht, mit so einem Objekt umzugehen. Man sagt ja gemeinhin, wenn man sich jetzt umfragen würde, was haben Sie bei sich hängen? Ich nehme an, die wenigsten von Ihnen, die in diesem Raum sind, haben ein Porträt hängen von einem fremden Menschen. Es ist nämlich gar nicht leicht, mit einem wirklich gut gemalten fremden Menschen in der Wohnung zusammenzuleben. Der einen permanent anschaut, man hat eine bestimmte Stimmung, der hat eine andere Stimmung. Man lacht herzlich. Es entsteht auch eine Beziehung. Der widert einen an. Und es gibt nur zwei Gegenstände, die dieses Gegenüber provozierend auslösen. Und ich lebe mit Porträts, mit Riesengesichtern. Nicht? Ich will lachen und er schaut mich an und sagt, du Depp, hör auf zu lachen. Das sind Porträts, starke Porträts. Sie sind sehr schwer zu ertragen, darum hängen die so oft in Museen und so selten in Wohnungen. Ich möchte jetzt allen dreien eine Frage stellen, die anknüpft an deine erste provozierende Bemerkung, wo du gesagt hast, ja, da ist ein Name und der hat seinen Preis und der teuerste ist sozusagen, hat eine bestimmte Qualität und ist, radikal gesprochen, auch der Beste. Jetzt
die vermutlich auch die alltägliche Erfahrung, die jetzt kunstinteressierte Menschen im Publikum und die wir auch machen, wenn ich unterrichte an einer an der Angewandten. Und da zeigen wir die Kolleginnen und Kollegen ihre Bilder. Und da finde ich manche sehr originell und sehr interessant. Und ich vermute, wenn Sie irgendwo in eine Galerie gehen oder ein Bild kaufen, dann treffen Sie auch eine Entscheidung, die etwas mit Ihren persönlichen Interessen zu tun haben. Also sehr sympathisch ist ja diese sehr neoliberale Gleichsetzung von Namen und sie stimmt, sie beherrscht die Szene. Sympathisch ist es nicht. Schöner wäre es doch, oder in einer solidarischen, offenen Gesellschaft von rückgratstarken Menschen kaufen starke, interessante Menschen Bilder, mit denen sie persönlich etwas zu tun haben. Und der Prestigeaspekt, auf den wir dann kommen, ist nicht so wichtig. Es wäre doch die eine sympathischere Gesellschaft. Gebe ich dir vollkommen recht, es wäre also viel sympathischer, du hättest nicht mich eingeladen. Ist weiter wichtig. Ja. Christian, und Marco. Deine Position von einem Kenner auch. Aber ich wünsche mir die Bürgerinnen als solche, die... Aber da müsste ich mich heute sehr auseinandersetzen. Ich habe das Gefühl, ökonomische Werte sind ja oft auch eine Kaufhilfe. Also wenn ich weiß, das ist so und so viel wert, dann ist es was wert und kaufe es. Es ist so schwer, einen Anzug okay. zu kaufen und den Stoff zu beurteilen. Wenn dahinter Giorgio Armani steht, fällt es mir schon leichter, oder? Das kaufe ich, ja. Ich weiß, das ist es wert und damit habe ich einen guten Kauf getätigt. Ja, also ich will auch mal was sagen. Ja, und zwar okay. also wegen diesen 200.000 Euro da. Also es ist ja so, wenn man sich den Kunstmarkt jetzt anschaut, das ist ja eine riesige Maschine. Das ist ja nicht so, dass so ein Bild einzeln mal auftaucht und kostet dann so viel und dann kommt jemand vorbei wie Sie in dem Stück und kauft diese Idiotie. Sondern das ist ja alles irrsinnig kompliziert. Das heißt, bis so ein Werk überhaupt mit einem solchen Preis mal ausgezeichnet wird, in der Galerie oder in der Auktion oder sowas, ist da irrsinnig viel gemacht worden. Das heißt, es sind Schritte getätigt worden zu seiner Kapitalisierung, die sehr komplex sind. Das heißt, Leute haben dazu geschrieben, es gibt Ausstellungen, es wurde irgendwie definiert, es gibt Alpha-Männchen oder Alpha-Weibchen, die das irgendwie wichtig fanden vorher, also die praktisch die Meinung normieren oder die, sagen wir mal, also die Wahrnehmung der Leute, die das vielleicht in Zukunft sehen, irgendwie schon adoptieren oder adaptieren, wie immer man das ausdrücken möchte. Das heißt, es gibt die ganze Schulung, die damit zusammenhängt. Also nicht ein Einzelner erkennt, wow, hey, das ist aber wirklich jetzt bedeutsam für mich oder das lässt mich total meditieren oder sowas, dieses Bild. Sondern da ist irrsinnig viel geschehen. Das heißt, der Sekundärmarkt rollt schon und so weiter, bis mal die 100.000 überschritten werden bei so einem einzelnen Bild und so weiter. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass da eigentlich so eine Art von Maschinerie im Gange ist, also die wirklich sehr viel Einsatz und sehr viel, sage ich mal, Arbeit des einzelnen Künstlers, seiner Galerie und so weiter und so fort voraussetzt. Und man kann natürlich das jetzt kritisieren, sage ich mal, wir kritisieren ja ständig den Kunstmarkt auch, dass er sozusagen so ein feingliedriges Werkel ist, also wo alle zusammenarbeiten müssen und die einen können es halt besser und die anderen können es nicht so gut und so weiter. Aber und so fort. Unter deiner sehr differenzierten Betrachtung, ich weiß nicht, ob du dem jetzt zustimmen würdest, ist der Preis unter dem Namen ja dann doch Ergebnis eines langen, differenzierten Prozesses, wo die besseren Galerien einen Einfluss haben, weil man einmal dort eine originelle Idee hat, wo ein interessanter Kritiker etwas geschrieben hat und würdest du dem zustimmen, dass das so ein grundsätzlich ist das ein sehr komplexer Prozess, wie sich Preise bilden. Ja. Letztlich, das ist ein sehr komplexer Prozess. Ich wollte nur und glaub, trotzdem Risiko, gibt es immer ein Risiko. Das wäre doch so sympathisch. Ja. Wenn Prestige keine Rolle spielen würde um Preis, dann würde ich aber doch vorschlagen, dass an diesem Podium wesentlich kompetentere, und die gibt es zweifelsohne kompetentere als dich, ganz sicher kompetentere als mich, nur heißen sie dann Hansi Huber und du möchtest mit ihnen hier nicht sitzen. Warum nimmst du nicht den Hansi Huber, der mehr versteht, sondern den Direktor der Albertina? Warum nimmst du die Professorin von der Akademie der Bildenden Künste und ausgerechnet den Direktor der Josefstadt? Weil es gar nicht so schlecht ist, wenn hier ein Brand sitzt, den man auch noch kennt. Also, ich glaube, die Wiener Vorlesungen verfolgt und grundsätzlich ist es kein ungewöhnlicher Aspekt, dass dasjenige, was sofort sein Brand hat, durch Preis, durch Marke, durch Bekanntheit, also Armani, schätzt, zum Beispiel, sein Aspekt.
Kaufhilfe durch den Aber Namen. Es wäre sympathisch, wenn die Wiener Vorlesungen ab jetzt sagen würden, wir suchen den besten Vortragenden zu einem Thema, auch wenn er Hansi Huber heißt. Hat schon seine Chance, ja. Wir haben ja, ja. Aber trotzdem, ich gehe davon aus, dass Menschen, die sich mit Kunst kontinuierlich beschäftigen, auch die Möglichkeit und das Recht haben, zu einer fundierten Entscheidung zu kommen, die eigenständig gebildet ist. Hat ja jeder von uns. Also und die auch kompetent ist. Absolut. Ja. Also ich darf nicht sagen, es gibt Hansi Huber ist Christian. Halt auch ein Name für jemanden, der nicht kompetent ist. Du hast recht, es gibt eine Frage, die jedem Museumsdirektor gestellt wird. Und das Tragische ist, er hat nur drei Antworten, maximal. Die Frage, die jedem gestellt wird, und mir daher auch, ist, kennen Sie jemanden, den man nicht kennt, der aber ganz bedeutend ist, von dem Sie glauben, er ist gut, weil Sie einfach so eine unglaubliche Erfahrung haben, Sie reisen viel, Sie kennen Tausende, Zehntausende Künstler und Kunstwerke. Und dann möchte ich, wie jeder meiner Kollegen auch gleich sagen, ja, natürlich, ich liebe, und dann fängt man an und sagt, 1, 2, 3, innerlich, 12, 37, bin dann irgendwann bei der Nummer 53 und eines weiß man, hat keinen Sinn zu sagen, es gibt 53 Künstler, die so wichtig sind, nur Sie kennen sie alle nicht. Du hast nur die Chance, maximal 3 und ab dem 4. macht es sich lächerlich. Ab dem 4. sagt man, dann glaube ich das nicht. Es mag 3 geben, die man übersehen hat. Aber das will er nicht hören, er will ja einen Geheimtipp haben. Ich möchte jetzt endlich die Aktie haben, die im Moment ganz billig ist, aber in 10 Jahren so hoch ist, dass ich Millionär bin. Das wollen Sie von mir wissen. Es kommt diese Spekulation ins Spiel. Und 53 können das nicht sein, es können nur 1, 2 maximal. Aber weißt du die 1, 2? Weil vielleicht interessiert das die Leute hier jetzt. Ich habe 3. Ehrlich? Ich glaube, wir sollten noch mal essen gehen. Aber so wie Frau Samsonow das jetzt beschrieben hat, ist das eine mühsame Arbeit auch. Man darf nicht in seinem Kämmerchen als Künstler, in seinem kleinen Atelier sitzen und warten, dass von alleine, also jetzt ohne, dass man interveniert, jemand kommt und die Genialität des Werkes entdeckt. Aber ist das so wie, ist das wie beim Theater? Ich glaube an jemanden und dann dadurch fördere ich den? Ja, ich weiß nicht. Also die Geschichte der Kunst, ich weiß nicht, Sie werden mir vielleicht widersprechen, aber es gibt so gut wie keine bedeutenden Künstler, die nicht in ihrer Zeit schon wahrgenommen worden sind. Ja, stimmt. Also das, glaube ich, ist einfach eine Mär, die also auch von Chris und Kurz in dem wunderbaren... Also es gibt sowas wie das Märchen vom Künstler, der also alleine vor sich hinmalt oder Künstlerin und dann, also kurz vor dem Tod oder noch viel schlimmer nach dem Tod, entdeckt es dann jemand. Das ist eigentlich nicht wahr. Nein, gibt es nicht. Ja? Das ist tatsächlich ganz... Also ja, natürlich wurde Büchner wahrgenommen. Das heißt, irgendwie... Van Gogh wurde bereits ein Jahr später nach seinem Tod, er hat es wirklich ganz knapp nicht erlebt. Er hat ein Werk von 4 Jahren. Es beginnt zwar 81, aber im Wesentlichen geht es los, 86 und 90 stirbt er im Juni bereits, also begeht er Selbstmord. Und bereits 91 findet die erste große Ausstellung statt. Ab 93 ist er ein Künstler für Künstler. 2001 findet die großen Retrospektiven in Paris statt. Ist er einer der einflussreichsten überhaupt seiner Epoche. Dass er das nicht erlebt hat. Im 5. Jahr hätte er nicht 90 Selbstmord begangen, sondern 93 hätte er bereits keinen Grund mehr dazu gehabt. Ja? Es ist so, wie Frau Samsonow sagt, eigentlich fällt uns kein Beispiel ein in der Kunstgeschichte, wo die Zeit ihren großen Künstler nicht entdeckt hätte. Es fällt uns allerdings in jeder Epoche einige ein, die die Zeit auch für einen großen gehalten hatte, die dann in den Orkus verfallen sind. Ja. Wir haben jetzt ein wenig aufgehört, von Ästhetik zu sprechen, weil das sind ja auch außerkünstlerische Faktoren, Galerien und Ja, aber das betrifft das Geheimwissen. Expertise. Das Geheimwissen. Prestige und Preis nicht, das, ist schon, das gehört schon doch dazu. Das gehört schon noch dazu. Es gibt ein Fach an den Kunstuniversitäten und ich will euch wieder gemeinsam dazu befragen, Leute wie den Arnheim. Ja? Die Kunstuniversitäten haben Vorlesungen, die heißen Morphologie der Künste. Und der Herr Arnheim hat dicke Bücher darüber geschrieben, wo er erklärt, warum ein Tizian, ein Raphael so wertvoll und so ästhetisch, so spannend ist. Ich glaube eigentlich nicht dran. Soweit wie ich informiert bin, gibt es am Schillerplatz noch eine Vorlesung für... Wir haben auch eine Morphologie der Kunst. Da geht es ja im Grunde auch um eine Erklärung der Bedeutung, der ästhetischen Bedeutung von Werken.
Ja, es würden die Formen selber so etwas wie ein biologischer Organismus allmählich... Es hat ein bisschen etwas Biologistisches. Ja, hat es schon, aber es ist ja gar nicht ganz verkehrt. Ich meine, sozusagen die Neuroästhetik tut ja heute wieder so etwas Ähnliches behaupten, dass irgendwie das Wahrnehmungsvermögen eigentlich eine plastische Sache ist. Also, dass man die verformen kann, dass man Wahrnehmungsvermögen formen kann und verformen kann. Und hier sehe ich auch wirklich die wichtige Rolle der abstrakten Kunst und dann des Spezialfalls der monochromen Kunst meinetwegen, dass die Bedingungen der Wahrnehmung noch mehr sichtbar gemacht werden in der Kunst. Und dass die sozusagen nicht so impliziert wird, dass man eben sagt, hey, hier hängt irgendwie mein Onkel, sondern hier hängt ein schwarzes Quadrat, ja, oder so. Also die Bildtitel sind ja schon ganz anders. Also Arnheim führt natürlich unmittelbar in das Stück hinein. Er hat am Black Mountain College unterrichtet, als gleichzeitig Albers dort unterrichtet haben. Und seine Schüler sind Kenneth Nolan, sind Ellsworth Kelly, sind genau jene Bahnbrecher der monochromen Kunst. Arnheim war der wichtigste und einflussreichste Wahrnehmungspsychologe. Mhm. Kurz gesagt, er hat ein Buch, der Titel sagt schon alles über die Macht der Mitte gesprochen. Mhm. Das ist ein wahrnehmungspsychologisches Gesetz, das in Japan ebenso gilt wie in Frankreich, dass wir der Macht der Mitte nicht entkommen. Selbst wenn wir kritzeln beim Telefonieren, irgendwann hat dieses Bild ein Zentrum, hat diese Kritzelei ein Zentrum. Dem können wir nicht entweichen. Dass wir rot, egal ob wir aus Sibirien stammen oder aus Neapel, dass wir Rot als heiß, als warm, als feurig, als lebend empfinden, Schwarz als sehr dumpf und kalt und Ähnliches. So wurde wahrnehmungspsychologisch Farben, Formen, Kompositionen erklärt. Dem wollte man entkommen und Kenneth Nolan, dafür ganz wichtig, bei uns wahrscheinlich jetzt weniger bekannt, hat dann gesagt, na, damit man nicht mehr da anfängt, wie Malevich es eben getan hat, über Balancen zu sprechen, wie Gewichte austariert werden auf dieser Fläche, mache ich einfach einen Kreis. Und der Kreis hat eine Mitte, in der Mitte genau des quadratischen Bildes. Dann braucht mich niemand mehr fragen, warum hat das eine Mitte und warum ist es ein Kreis. Ich habe mich entschieden, ich mache einen Kreis, ich mache ein quadratisches Bild. Alles ist vorherbestimmt, nicht ich habe es definiert. Und Ellsworth Kelly findet Gegenstände, einen zerdrückten Pappbecher am Boden, der hat eine bestimmte Gestalt, die nimmt er dann auf, zeichnet er sich auf und danach gestaltet er ein Shaped Canvas, seine Leinwand. Auch andere Künstler, die hier im Black Mountain College aus dieser wahrnehmungspsychologischen Lehre von Arnheim gekommen sind, haben eine Kunst schaffen wollen, die belegt, dass es das nicht gibt. Am radikalsten ist es vom teuersten Künstler unserer Zeit, dann auf die Spitze getrieben worden, von Gerhard Richter. Mhm. Um sich dann jegliche Assoziation, Rot ist warmes Leben, Blut, Feuer, Herz, kaltes Blau ist Unendlichkeit, Ewigkeit, Denken, Romantik. Und sich von all dem radikal zu befreien, malt er graue Bilder. Denn Grau ist nicht einmal weiß, das könnte noch Licht sein. Grau ist nicht einmal schwarz, die völlige Finsternis, die wir am Ende vielleicht mit dem Grab verbinden. Denken wir an die letzten Bilder von Rothko, bevor der Selbstmord begeht. Grau ist recht grau. Grau ist gar nichts. Grau bedeutet nichts, grau löst nichts aus. Und malt er radikal graue Bilder, um sich allem zu verweigern. Und als man auch da noch in Grau versucht, was zu sehen, unterschiedliche Peinture, unterschiedliche Materialität, kommt mit Sensibilität, wie es hier sehr tut. Mhm. Na, du musst ja nur sensibel genug sein, dann wirst du auch in diesem monochromen Bild noch etwas sehen. Statt das zu machen, was den Künstler getrieben hat. Ich will nichts sehen. Sein Ding aus, sonst gar nichts, richtet den nächsten Schritt und montiert hintereinander 8 Glasscheiben. Wenn man 8 Glasscheiben hintereinander montiert, werden die immer mehr zu einem unscharfen Spiegel. Man selbst ist dann in dem Bild drinnen, so unscharf wie auf seinen grauen Bildern. Alles wird ein bisschen gräulich, nur um sich zu verweigern. Sie dürfen nicht vergessen, dass das die Kunst des 20. Jahrhunderts, und das provoziert den Marx so sehr, eben ein Akt auch der Verweigerung, des permanenten Sich-Verweigerns besteht. Und wenn ich schon vorhin gesagt habe, was deinen Widerruf ausgelöst hat, dass ein Künstler, ich nenne ihn jetzt, es war Georg Baselitz, in einer zynischen Stunde zu mir, zu später Stunde gesagt, schau, der beste Künstler ist der teuerste Künstler, der zweitbeste, der zweiteuerste, sage ich, was Gerd Richter mir daraufhin auch gesagt hat. Seine Reaktion, sobald ein Richter, wohlgemerkt, der 10 Jahre alt ist, Richter lebt noch, das Bild ist 10 Jahre alt, um 24 Millionen versteigert wird, sagt Richter schon, ich verstehe das überhaupt nicht, das schlechteste Bild, das ich jemals gemalt habe. In einem Fall eines Starfighters hat er sogar seinen Oeuvre-Katalog rausgestrichen.
so sehr versucht ein Künstler wie Richter gegen den Markt, gegen dieses Ökonomiegesetz zu arbeiten, kann es aber nicht. Ich komme noch einmal auf das Thema der Ästhetik zu sprechen und mit einer sehr zugespitzten Beobachtung komme ich auf euch zu. Im Grunde könnte man doch sagen, dass in diesem Bogen der Kunstentwicklungen im 20. Jahrhundert Ästhetik, auch Schönheit, von Umberto Eco gibt es ein Buch über zur Geschichte der Schönheit, an Bedeutung verloren hat. Sehr zugespitzt könnte man sagen, Schönheit ist jetzt in der Drogerie. Jedes Kreditkartenunternehmen hat eine Broschüre und einmal im Jahr ist ein Schönheitsmagazin beigelegt und die Menschen sind wahrscheinlich insgesamt viel kompetenter, um in alltäglichen Dingen Schönheit zu identifizieren, aber in der Kunst spielt Ästhetik nur über Umwege eine Rolle. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei den frühen Zeichnungen von Joseph Beuys dann sehr feine Qualitäten sieht, aber im Grunde spielt Schönheit ist fast ein Vertreibungsgrund aus einer Galerie, oder wie siehst du das, Gerhard? Naja, sicher, du hast etwas ganz Richtiges beobachtet, dass Schönheit korrumpiert ist durch den hartnäckigen Missbrauch, den die Schönheitsindustrie damit betreibt. Und hinter Schönheit steht so etwas wie Ideal und Idealität Falschheit und damit schon Verlogenheit und Falschheit. Und Falschheit. Und das versucht natürlich gerade ein emphatischer Kunstbegriff aufrechtzuerhalten. Wahrheit, nicht Vortäuschung, das Echte. Man soll es aber auch nicht übertreiben. Also es gibt einen wunderbaren Aufsatz über Sigmund Freud, weil der ja bekanntlich wirklich schwere Psychosen, die ein unglaubliches Krankheitsbild sind, eigentlich ein erschütternder Zustand, einen psychotischen Menschen zu sehen, grundsätzlich beschrieben hat, A oder B haben eine wunderschöne Psychose. So, wenn man sagt, du, ich habe da jetzt mit die schönsten Metastasen, die du jemals gesehen hast, würde man jetzt nicht unbedingt sagen. Aber das soll zeigen natürlich, dass wir mit dem Schönheitsbegriff im 20. Jahrhundert so gar nicht mehr recht zu Rande kommen. Aber auch ich finde, wenn ich eine Frau von Georges Cros gemalt sehe, unförmig, alles hängt an ihr, Frona. Dann finde ich das erste Wort oder Frona schön. Ja, das ist, natürlich eine ästhetische Terminologie. Ohne die wir nicht auskommen, denn das Schöne meint natürlich im Endeffekt, wenn wir es ernst meinen, doch mehr als DM. Meint doch mehr als DM. Ist aber halt auch so ein sehr unbeholfener Alltagssatz, ja? Wo Menschen in so einem, in einer Zusammenziehen von Ethik und Schönheitsvorstellungen zu sagen, das ist schön, ein wenig ein unbeholfener Begriff, um ihr Wohlgefallen an einer Situation oder einem Gegenstand auszudrücken. Also ich glaube eher, dass, also ich meine, dieser ästhetische Begriff des Schönen, der ist ja sehr stark jetzt an die Körper, sozusagen in einer komischen Bewegung der Re-Realisierung von Schönheit gebunden heutzutage, wo also die symbolische Funktion der Schönheit eigentlich total zurücktritt. Das heißt, in der Kunst ist es eher so, dass es vollkommen aufgeweicht ist, also was schön ist. Also der ästhetische Kanon ist ja extrem ausgeweitet durch die vielen dialektischen Schritte von These und Antithese, also dass ich sozusagen verlernen muss, Kunst zu machen, um wieder gute Kunst zu machen und dann mache ich doch wieder gute Kunst. Also erstaunlicherweise gibt es ja heute sehr viele Kunst, die vielleicht sogar schön ist und zwar deswegen, weil gerade in den also mediengestützten Künsten, also wie Fotografie vor allen Dingen, also die Felder, die so verschwimmen mit der Modefotografie oder Werbefotografie, also so stark zu verzeichnen sind. Also dass ein Kunstwerk sozusagen seine eigene Publicity machen muss, um an den Mann zu kommen, und zwar mit den Mitteln der Werbung. Also da wird sozusagen wieder ein Schönheitsmodell wieder eingeschleust, von dem man sich eigentlich geglaubt hat, schon verabschiedet zu haben. Aber du sagst ja, du siehst ein Bild von Georges Cros, das du zum ersten Mal siehst, und sagst du auch schön. Ich sage, wenn der Gegenstand auch hässlich ist, so wie eben Sigmund Freud sagt, eine schöne Psychose, damit will man sagen, es ist gelungen, es ist wunderbar. Mhm. Das will man damit sagen. Es ist ein Idealfall eines Darstellungsgegenstandes, aber nicht meint man jene Parfümerie-Schönheit, dass der Gegenstand, der dargestellt ist, schön ist, weil er aussieht wie der Apollo vom Belvedere, sondern es ist ästhetisch in sich gelungen. Das Zerrbild dazu wäre, ist das schön? Sagt man, nein, es ist hässlich, es ist grauenhaft. Da meint man aber jetzt nicht, dass Georges Cros, die dargestellt ist, hässlich, sondern offensichtlich ist das ein grauenhaftes Bild.
Aber es ist auch eine sehr stark eine Kontextsache. Beim Filmemacher John Waters gibt es den schönen Satz, um Kitsch wirklich zu genießen, muss man einen sehr guten Geschmack haben. Ja? Also, und Jeff Koons, da wird ja ein Stückchen, das ist erträglich, wenn man sieht, es ist eine sehr ironische Auseinandersetzung mit Schönheitsnormen. Aber hat nicht diese Abwendung von dem, was die Kunst bis Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat, doch dazu geführt, dass es ein Stückchen eine Entfernung von mehr interessierten Menschen gegeben hat. Manche konstatieren, also Ernst Gombrich, berühmter aus Wien stammender Kunsthistoriker, der am Abi-Warburg-Institut dann in London gewesen ist, der hat sich über Kunst im 20. Jahrhundert eigentlich sehr ungern geäußert, weil ein Stückchen auch die Haltung der beiden Freunde von Serge bei ihm eine Rolle gespielt hat. Also welche der Rolle spielt denn die Diskussion um die eine Heuchelei der Intellektuellen, die vorgeben zu wissen und also das, was man dem Serge... Ich glaube, es ist dann natürlich immer das Wort Provokation müsste man auch reinbringen. Ne? Also das ist ja das, was, wenn wir nochmal zu dem Stück zurückgehen, der Kauf letztendlich dieses Barré-Bildes, so, glaube ich, so heißt der, das war der Maler, den die Jasmina Reza meint, der Kauf des Barré-Bildes ist eine Provokation innerhalb dieser Beziehung. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man sagt, er hat jetzt ein monochromes Bild gekauft, sondern er hat sich eigentlich emanzipiert. Wenn man dem Marc Glauben schenken darf, dass er quasi die Richtlinie war, dass er die ästhetischen Prinzipien innerhalb der Freundschaft vorgegeben hat, dann ist dieser Kauf letztendlich beim Serge nicht nur ein Prestige-Kauf, sondern auch ein Emanzipationsversuch. Ein Emanzipationsakt, ja. Und das ist interessant. Das finde ich interessant für die Gewichtung. Und vielleicht ist ja Provokation auch immer eine Form von Emanzipation gegenüber alte Vorbilder. Ne? Aber es ist interessant, dass da so viel möglich ist. Eben Provokation, Emanzipation, sogar, also man kriegt ja auch die Vorstellung nicht los, dass dieserjenige da in dem Stück eigentlich diese Information, diese ganze Geheiminformation, warum dieses Bild so teuer ist, gar nicht besitzt, sondern also es erschließt aus dem Preis mehr oder weniger und dadurch ist es auch irgendwie so geweiht. Also ich denke mir halt, also dieser Anschlag auf die Malerei, die durch diese Form der Malerei, die eben dann keine mehr ist, gemacht worden ist, ist einfach so wahnsinnig interessant, weil sie damit auch das, was Malerei sein hätte können, freigesetzt hat, weil die Malerei wurde sozusagen durch das Bild verschleiert oder verstellt. Aber ist die Radikalität... Die gleiche Bewegung gibt es übrigens in der Musik, nicht wahr? Also wir reden jetzt von der Malerei und im 20. Jahrhundert, aber die Musik hat ja auch einen unglaublichen Rückkehr zu ihrer Materialität gefunden. Also auch in der avantgardistischen Musik, also nach dem zweiten... Aber ist die Radikalität zu sagen, ich beschränke mich auf Rot, ist das auch ein provokanter Akt? Ja, die Provokation überschätzt man komplett. Spielt eigentlich für einen Künstler normalerweise keine Rolle. Ja, für ihn vielleicht nicht, aber in der Auswirkung, das löst er halt aus. Ne? Er muss ja noch nicht die Provokation im Auge haben. Ich komme auf das vielleicht dann nachher zu sprechen. Zwei Dinge sind mir gefallen, die wichtig sind. Ich bin sehr dankbar für den Hinweis auf die Musik. Es war in derselben Zeit am Black Mountain College, als Edward Kelly, Terence Nowland, diese radikalen, monochromen Bilder gemalt haben, Arnheim die Wahrnehmungspsychologie unterrichtet hat, dass Nicolas Cage dort war. 1951 malt Robert Rauschenberg die ersten weißen Bilder. Robert Rauschenberg malt die ersten weißen Gemälde. 52 Mal das 7 weiße Tafeln und Cage sagt, diese weißen Tafeln sind die Flugplätze für Schatten, Staub und Licht. Will damit sagen, ab dem Augenblick ist es nur mehr eine Projektionsfläche und wie sich im Raum auch irgendetwas bewegt, ist es auf dem Bild drauf. Anderes ist nicht mehr drauf, damit sind wir drauf. Und Cage sieht das, der das so beschreibt und komponiert daraufhin sein berühmtes Klavierstück, 4 Minuten 33 Sekunden, das zuerst aufgeführt wird in einem Konzertsaal im Black Mountain College, damit man die drei Sätze der Sonate unterscheiden kann, öffnet der und schließt der Pianist dreimal den Flügel,
aber er spielt nicht. Und bei der zweiten Aufführung wird es in einem Konzertsaal aufgeführt, der hinten keine Wand hat, sodass man von draußen hört das Zwitschern der Vögel. Beim zweiten Satz hat Regen eingesetzt und beim dritten war ein sehr starker Wind. Die Umwelt wird in diese Ungegenständigkeit, in die Tonlosigkeit der Musik, in das Verstummen der Malerei hineingeführt. Ich habe ja auch vorhin das mit Gerd Richter gesagt, das völlige Verweigern von Darstellung, von Gegenstand, von Abbildung, von Repräsentation, von Symbolik, indem man 8 Glasscheiben hintereinander bringt, bringt plötzlich etwas, das noch jeden, mit dem ich vor diese Scheiben getreten bin, er sagt, schaut aus wie Glasscheiben, sage ich, siehst du noch was? Nicht? Sonst sehe ich nichts. Bis sie dann plötzlich sehen, die Bilder, die dahinter hängen, dann sich sehen, dann richten sie ihre Krawatte. Und auf einmal ist all das, was auf den Bildern Gerd Richters unscharf drauf ist, und sie bewundern, auf diesen auch Scheiben auch drauf. Und auf einmal ist dieses monochrome Bild alles andere als monochrom. Es ist ein Flugplatz geworden, eine Landebahn für Schatten, Umwelt, Gegenstände. Und in der Monochromie spielt das eine große Rolle. Es gibt gerade in den letzten 30 Jahren viele monochrom arbeitende Künstler, die mit spiegelnden Oberflächen arbeiten, McCracken oder Adrian Schies, damit das, was sich in diesem roten, spiegelnden Autolack wiedergibt, ein Teil der Monochromie wird. Und auf einmal lebt das Ding wie 4 Minuten 33. Das Musikstück von John Cage, das scheinbar tonlos ist. Ist es dann geräuschlos? Nein, die räuspern, unser Aufstehen, das Vogelzwitschern wird Musik. Das ist der eine Gedanke. Und das zweite, du hast mich gefragt oder hast uns gefragt, ist es nicht doch so, dass mit dem Ende des 19. Jahrhunderts irgendwas auseinandergegangen ist? Offensichtlich ist was passiert. Was ist passiert? Ein Kanon ist verloren gegangen. Seit dem Beginn einer neuzeitlichen Kunstgeschichte war das Spätere das Bessere. War Giotto besser als Cimabue und Michelangelo besser als Raphael? Und Rubens besser als Michelangelo. Man konnte eine Kunstgeschichte als eine Geschichte des Fortschrittes schreiben. In Fragen der Nachahmung, der Perspektive, der Idealität, unterschiedlichste Kriterien. Aber es gab eine klare Vorstellung vom Kanon, dass die Geschichte der Kunst eine Geschichte des Fortschrittes ist. Das bricht auf zwei Seiten plötzlich in sich zusammen. Der Kanon bricht in sich zusammen. Heute hat es überhaupt keinen Sinn mehr zu sagen, was ist denn jetzt wirklich zeitgenössische Kunst? Was sind zeitgenössische Künste? So viel, so breit ist das, was entsteht. Das führt zu einer Unübersichtlichkeit, die es sehr schwer macht, außerhalb des Spezialistentums plötzlich noch zu urteilen. Wir dachten, Kunst ist ein universales Gesetz, das gerade nicht nur den Spezialisten anspricht, das doch für uns alle, für jeden da ist. Und zum Zweiten gibt es die Idee des Könnens, die unweigerlich mit der Idee des Fortschritts, des Übertreffens verbunden ist, nicht mehr. Das ganze 20. Jahrhundert besteht darin, alles, was Können ist, zu verlernen. Was ich auf der Akademie gelernt habe, machen wir nicht. So wie Sie malen, sagt, sagt der Lehrer von Richard Gerstl zu ihm, so pisse ich in den Schnee. Das ist plötzlich das Kriterium. So wie Sie zeichnen, so zeichnet mein Kind. So wie Sie malen, so malen die Sonntagsmaler. So wie Sie malen, kann jeder das, weil es ist nur ein weißes Bild. Diese Kunst des Verlernens als Motor der Kunst zu machen, hat zu einer Entfremdung der Öffentlichkeit, einer breiten Öffentlichkeit in der Kunst geführt. Wir haben bei der Diskussion ja noch etwas versprochen, Prestige. Ja? Wir haben über Ästhetik gesprochen und über Breit. Und ich will noch eine Runde zum Prestige machen, weil die Zeit ja gesaust ist. Von Bourdieu, das hat uns alle beeindruckt, dieses Buch in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo Bourdieu sagt, in Wahrheit hilft Bildung und Schule ja gar nichts. Im Elternhaus bekommt man dieses Wissen, das einem dann weiterbringt in der Welt mit, dass man ein Kulturmensch ist. Jetzt meine Frage an alle drei Podiumsdiskutantinnen. Kommt über Kunst, ist da Prestige noch zu generieren? Wie frage mal bei dem Theater Direktor, funktioniert das noch? Bis in die 70er, 80er Jahre hat es funktioniert, aber Bourdieu hat ja dann Ende der 90er Jahre eigentlich diese These auch aufgenommen und hat sich mit einer Kritik an den Gesellschaftsentwicklungen
Vielleicht auch deshalb, weil Kultur nicht mehr prestigedelegierend ist. Wie siehst du das, Herbert? Also ich würde sagen, also wenn ich jetzt von meinem Gewerbe jetzt spreche, vom Theater spreche, gibt es sicherlich noch ein Prestigedenken. Das hat aber etwas zu tun mit einem Festspielwesen, also die Eröffnung der Salzburger Festspiele zum Beispiel oder bei einer Premiere, das ist ganz wichtig, bei einer Repertoirevorstellung dabei zu sein, ist ja schon Interesse. Oder ich habe sie, oder die Ehefrau zwingt dich, dass du halt ins Theater gehst und dann machst du das halt. Ne? Aber das ist schon eine persönliche Entscheidung während einer Premiere, würde ich sagen. Oder so ein besonderes Event-Erlebnis schon zum Prestige der jeweiligen Betreffenden, die glauben, dadurch Prestige zu bekommen, gehört. Na, wie ist das mit Kunst, Elisabeth? Ist also das eine Kennerschaft, verschafft eine Kennerschaft, Sammlerschaft, Diskussionsfähigkeit, Prestige? Ja, also Kennerschaft ist gut und also Kenntnisse der Zusammenhänge sind auch gut. Aber wenn du jetzt meinst, also wie ist es, Kunst zu erwerben oder Kunst zu besitzen oder mit Kunst sich zu umgeben, verschafft das Prestige ja selbstverständlich. Und ich sehe auch eigentlich in der Gegenwart ein extremes Interesse an diese prestigebringenden Dinge. Also dass sich das verstärkt. Das ist fast wie so neotribales Treiben. Also alles, was irgendwie eine gute Marke ist oder nach teuer ausschaut oder irgendwie so ein kleines Oho einem entlockt, das ist begehrt. Es ist wirklich begehrt und selbstverständlich. Ich meine, das sehen wir doch um uns herum, dass Leute, die Erfolg haben, also in ihren Berufen Erfolg haben, das ist das Erste, was sie tun, wenn sie so eine bestimmte Art von Vermögensgrenze überschritten haben. Sie fangen wirklich an, Kunst zu sammeln. Und das machen Leute, von denen man hätte es vorher gar nicht erwartet. Und die werden auch dann richtig gut und dann kommt es zum Museum und so weiter und so fort. Also solche Beispiele haben wir ja mehrere. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass es irgendwie eine Art von Surplus gibt irgendwie in der Wirtschaft, die sofort wieder in Kunst, in allen möglichen Sparten vielleicht, die bildende Kunst, da kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus, aber auf jeden Fall dort wieder investiert wird und ist hochprestigeträchtig. Mhm. Und natürlich müssen die Leute dann aber auch ein bisschen... Aber die bildende Kunst steht jetzt da sehr im Mittelpunkt. Denn wenn ich jetzt eine Karte kaufe, ja, bei den Salzburger Festspielen, gut, ja, das ist nicht günstig, oder bei einer Premiere dabei sind, aber das ist ja nicht etwas, ich bin ja bei einem spontanen, momentanen Erlebnis dabei und das hat eine Außenwirkung. Aber das ist ja, ein Buch zu kaufen, ist ja auch nicht so teuer, ja, möchte ich sagen, aber das ist ja eine Anlage und mit der Anlage, würde ich sagen, erringst du in deiner Umgebung oder wo du auch willst, dass du gesehen wirst, Prestige. Also sehr zugespitzt dich gefragt, zu dieser These Ökonomie der Aufmerksamkeit, schafft Kunst Zugang zu hoher Aufmerksamkeit, so wie Elisabeth von Samson noch das entwickelt? Also das muss man differenzierter sehen. In den westlichen Gesellschaften fast nicht. In Europa oder in den USA fast nicht mehr. Nur dort, auch in diesen Ländern, bei denen eine Phäaken-Mentalität herrscht. Man ist Provinz, man ist nicht dabei, man ist nicht Teil dessen, ist der Kunsterwerb eine Abkürzung für den sozialen Aufstieg. Das war nicht immer so. Vor 120, 130 Jahren hat etwa die Astors erfolgreich über 20 Jahre lang den Einstieg der Vanderbilts in den renommiertesten Kreis von New York verhindern können, in den Kreis der Metropolitan Opera und des Metropolitan Museum. Dort, wo man heute dieses Phäaken-Gefühl, wie das die Griechen genannt haben, für diejenigen, die nicht Athener waren, hat China, Russland, Indien, sind ganz große Player im Kunstmarkt, ist der ganz teure Kunsterwerb ganz augenscheinlich natürlich ein Abkürzungsweg zum sozialen Aufstieg. Und da erleben wir das, dass die höchsten Preise heute für Rothko 64 Millionen, für Bacon 48 Millionen bezahlt werden von Russen, von Chinesen, von Indern, von Nicht-Amerikanern und im Wesentlichen, und ich könnte dann sagen, warum es Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen, gehört daher. Bei uns, weil du von den Festspielen sprichst, ja, da beobachte ich genau einen anderen Effekt, dass eigentlich, das kann man jetzt bedauern oder man nimmt es einfach zur Kenntnis, dass die Teilhabe an der Kultur kein,
keinen Prestigegewinn mehr bringt und keine identitätsstiftende Kraft mehr hat. Also, ich führe das aus, ganz konkret, wer vor 20 Jahren Jahr für Jahr nicht bei den Salzburger Festspielen war, der hat zu einer bestimmten Schicht der Gesellschaft nicht gehört. Wer nicht in die Oper und nicht nach Bayreuth und nicht ins Museum und nicht bei den Festspielen war, hat zu einer bestimmten Schicht nicht gehört. Wenn Sie heute sagen, mich interessiert ehrlich gesagt die Traviata nicht und den Don Giovanni möchte ich nicht sehen und den Van Gogh in der Albertina habe ich übersehen, sagt man, schade, das war so gut, hätte Ihnen sicher gefallen, aber es hat nicht die geringste stigmatisierende Kraft mehr, es schließt überhaupt nicht mehr aus. Die identitätsstiftenden Kräfte, die eine Schicht noch zusammenpacken, sind, bedauern oder nicht bedauern, andere als die Kultur einhergegangen ist damit, was Sie zuerst ja auch so bemerkt haben. Es ist sicher schön, wenn man bestimmte Kulturtechniken beherrscht, wenn man gebildet ist, wer würde das nicht sein wollen, aber der Status des Gelehrten, den es mal gegeben hat, den man anerkannt hat, nur weil er ein Gelehrter ist, nicht weil er ein Einkommen hatte, schlicht und ergreifend, weil er belesen war und Gelehrter ist, gibt es nicht mehr. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Setzen Sie mal fünf CEOs an einen Tisch mit einem Gelehrten, einem Universitätsprofessor für Kunstgeschichte, ist der vollkommen irrelevant. Sitzt daneben allerdings jemand, weil du Franks Ökonomie der Aufmerksamkeit erwähnt hast, der Woche für Woche in den Seitenblicken vorkommt oder gerade etwas gewonnen hat, werden alle dem zuhören. Na, das ist, kann man jetzt, ich will das jetzt gar nicht bedauern. Ja. Es ist auch das Zeitalter der Kathedralen vorbei. Das ist spannend, ja, was du sagst. Ich meine, es gab ja dieses Buch von Dietrich Schwanitz. Ihr könnt euch erinnern, alles, was man wissen muss, das war vor 19 Jahren. So. Und ich glaube, da hat, man ihm noch geglaubt, wenn er sagt, Bildung heißt und Prestige heißt, dass man sich in einer Runde von gebildeten Leuten nicht blamiert. Man sitzt mit denen am Abend zusammen und er sagt, wenn dann einer in dieser Gesprächsrunde sagt, also der Van Gogh, du hast jetzt von der, und der Zweite sagt, ist das nicht der Mittelstürmer von Ajax Amsterdam, der unlängst dem deutschen Torhüter das Nasenbein gebrochen hat, dann ist das, war das damals ein Problem, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber du hast Ansätze, du wolltest dem ein bisschen widersprechen. Ja, also ich glaube zwar, dass Intelligenz nicht solche Kapitalisierungsraten möglicherweise hervorbringt, wie das in der Kunst zu verzeichnen ist für Leute, die Erfolg haben, also aus sich heraus Erfolg haben. Es gibt ganz wunderbare Beispiele, also auch zu ihren Lebzeiten diesen Erfolg genießen. Aber dennoch sehe ich auch Beispiele, also an denen ich erkenne, dass Intelligenz immer noch erkannt wird und auch sozusagen so eine Art von Wertschätzung genießt. Also auch wenn diese Leute, die werden nicht steinreich werden dafür, dass sie ein paar kluge Gedanken von sich gegeben haben. Also ich sehe das nicht. Ich sehe das, wenn die Kammerspiele eröffnet werden, gibt es einen Andrang von Menschen, die unbedingt dabei sein wollen. Ja. Das heißt, letztendlich muss das vielleicht jetzt nicht in dem Ganzen, du bist in einem Sektor, wo du sagst, das ist schon wurscht, aber ich muss dir sagen, ich kenne so viele Menschen, denen es ein großes Vergnügen bereitet, wenn Unica sie zu den Salzburger Festspielen einlädt. Ja. Und dadurch ist das, ich weiß nicht, ob dadurch deine Position verstärkt ist in der Gesellschaft, aber ein gewisses Ansehen, du für dich auch ein Ansehen hast, ich bin jetzt auch dabei. Und das ist auch ein Prestigedenken. Dann muss ich das ausführen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil, ich habe ja auch gesagt, es ist nicht zu bedauern. Eine große Rolle. Man geht eben heute hin, ich halte das ja für einen Fortschritt, man geht hin, weil man möchte, nicht mehr als sozial oder identitätsstiftende Maßnahme. Wer heute in einer Ausstellung bei uns war und hat sie genossen und ist bereichert, das glaube ich schon überhaupt gegangen, dann sagt er, es war wunderbar für mich, obwohl ich deswegen kein höheres Ansehen genieße. Nein, aber da irrst du. Das halte ich für einen Vorteil. Ja, dich hielt es, aber du irrst hundertprozentig. Es sind so viele Menschen gehen mit, die unbedingt nur dabei sein wollen, weil sie dann dabei sind bei etwas, was besonders ist. Das hat abgenommen. Das abgenommen möglicherweise, aber dass es nicht ist. Du sprichst davon, du machst es ja ganz radikal, es ist nicht mehr. Das glaube ich dir nicht ein. Aber letzte Frage. Wenn Bildung und Kunst nicht mehr Vorteile verschaffen, wie die These von Klaus Schröder ist, was ist denn noch ein Ratschlag für uns alle und für das Publikum? Was wäre denn ein Lucky Punch in der Statuskonkurrenz jetzt?
in der Statuskonkurrenz? Ja, es gibt ja, wie wir gehört haben, da ist sich das Podium ja einig. Prestige ist weiterhin sehr wichtig. Man muss Aufmerksamkeit attrahieren. Das ist wichtig. Da gibt es eine gewisse Kontroverse zwischen dem Direktor des Theaters in der Josefstadt und jenem der Albertina. Aber was wäre deine, was hilft auf kürzesten Weg zu Erfolg in der Statuskonkurrenz? Nur die Seitenblicke Gesellschaft? Ja, da darfst du mich nicht fragen, weil ich ja eben, das Buch von Frank ist ja auch in den 90er Jahren geschrieben worden. In diesen 15 Jahren hat sich das dermaßen verschoben, dass heute diese Ökonomie der Aufmerksamkeit den Mehrwert aus Bekanntheit nur mehr, nicht mehr nur, ich spitze zu, aber weitestgehend jene genießen, an denen ich ohnehin nicht teilhaben will. Ich halte es da nicht für einen Lucky Punch, wenn man da dabei ist. Man tut ja alles, um dann nicht mehr dabei zu sein und geht um der Sache selbst willen, zu den Festspielen, in die Kammerspiele oder ins Museum. Wunderbar, das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Sie waren heroisch, dass Sie so lang da waren. Hallo, Honig. Danke, Klaus Schröder. Danke, Elisabeth von Samsonow. Danke für die Gastfreundschaft. Gerne. Fortsetzung folgt. Kommen Sie gut heim. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.